Moment, wo waren wir? Ach ja, Konjom. Habt ihr eigentlich mein Protokoll gelesen? Ich vermisse deinen Kommentar, Johnny. Das ist die Shades of Scuffy. Ich hab das alles in der Textdatei stehen, das habe ich wohl vergessen einzutragen. Oh. Ja. Ja, Nicht würde so vorlaufen, warst du sonst vergesse ich gelesen? das beim nächsten Mal nicht mehr. Nein, Hast du es ich darf komplett nächste gelesen, Woche. Johnny, oder nicht? Natürlich habe ich das Protokoll gelesen, als es irgendwie, ich glaube, 15 Uhr oder 16 Uhr irgendwie so online war. Ja, ich hatte es ja Oder Bob Johnny 14. vor der Nacht schon geschickt, aber der hat mir ein Paket zurückgeschickt, ich wäre gestern ganz unterwegs. User in your channel Ja. was banned from the server. Hä? Moment, wer ist denn? Ich bin's nicht. Ich auch nicht. Und wir sind alle noch hier. Hä? Was Hey. passiert? Er ist jetzt gebannt worden. Im Was ist Log da steht passiert? nichts. Frosty, was hast du getan? Ja, Frosty, was hast du schon wieder gemacht? Was hast du getan? Frosty hat eingebannt und hat es einfach nicht ins Chatlog eingetragen. Aber wer? Ich habe Angst, jetzt zu gehen, aus Angst, dass ich nicht mehr raufkomme. Ich habe doch gar nichts getan. Ich bin zu schön zum Sterben. Nein, das ist so eine Riesenneuzeile. You were banned from the server. Ah, jetzt bin ich's. Nein! Nein, bist du nicht. Doch, ich habe das gekriegt. You were banned from the server. Ich auch. Echt? Ich Ich hab's auch auch! gerade. Basti, hast du deine Miete nicht bezahlt? Hast du mit alten Kessels Freundin rumgemacht? Ist es mein Soundboard, Jalan? Habe ich das neu? User in your channel was banned from the server. So viele Leute sind doch hier gar nicht mehr. Gott. Da brummt sogar mein Hund. Ne, Nemo. Ich war Johnny. You. Du Kinder, es ist 11 Uhr. Ich werde jetzt gehen. Wenn ich nächste Woche nicht auf den Server komme, werde ich Frosty eine sehr geharnischte PN schreiben. Nein, nein, Mach das, Johnny. schreib das ruhig, Johnny, lass Frosty. doch schon. Abtreten, Saftsack! Wem denn sonst? Der Johnny halt. Du bist ja immer noch hier. Ich bin ja weg. Oh, der Stefan hat Beamung, der Johnny. Ja! Ja. Du bist auch unhöflich, Johnny, ne? Schreibe ich dir vor 3 Tagen, ja, bist du am Zocken und du schreibst ja. Ich schreibe, okay, ein Störchen nicht. Okay, die Leitung geschlossen, Warum noch nicht mal Tschüss behindert oder mich? so. Ich weiß Nee. nicht, ich war am Zocken, ja, am Computerspielen. Ich war nicht am Rollenspiel machen. Aber ich dachte mir, wenn sie die Frage so undeutlich formuliert, will sie auch eine undeutliche Antwort. Nein, es geht darum, dass ich geschrieben habe, dann lasse ich dich mal. Und eigentlich dachte ich, würdest du mir sowas in Guten Nacht noch schreiben. Und deswegen bin ich noch kurz im Team und du erwachst dann halt dazu. Okay. Du Ja. mich auch? Ich dachte mir so, Hackerisch? okay, gut, ja, dann lasse ich dich mal. Ja, alles klar, mach's gut, tschüss. Oh, Männer, ey. Bei dir Männer, muss ich ne? echt immer richtig auf meinen Männer-Knopf gehen, ey. Oh. Aber fand das Protokoll so schön, wie du es dir vorgestellt hast? Ich hätte gedacht, da kommt ein bisschen mehr 50 Shades of hier Scafina bei rum. So ein Hab bisschen, ich auch dann hat er mich überlegt. berührt und und oh und Und oh, Ich habe gedacht, da kommt so ein bisschen und oh rum. Schreibe ich dir mal Ich habe gedacht, das wird eine so mehr so ein Umlautprotokoll. Ich muss ja sagen. So, oh, Nemo, du gehst mal auf den Sack, jetzt geh mal weg. In Wulfens Runde habe ich ja auch so Geschichten geschrieben aus Shannas Sicht. Also so, ich weiß nicht, ob er das so erzählt hatte. Du bist ja, glaube ich, in der Gruppe sogar, ne? Du kannst ja sogar lesen. In Wulfens Gruppe? In der Clinch-Gruppe warst du auch ziemlich lange drin, oder? Ja, bin ich auch mal. Genau. Da waren ja die Geschichten von Shanna drin. Also ich hatte ja eine Geschichte, glaube ich, über diese Geschichte der Rettung geschrieben und dann noch eine über diesen Wolfsangriff aufs Dorf. Habe quasi ja immer als Skaldin diese Geschichten verfasst. Keine Ahnung, Und ich hab einfach oben auf diesen Button geklickt, alle gelesen. Seitdem ist da nichts mehr rot, alles perfekt. Ich mag diesen Knopf. meinte einfach nur, vielleicht bekommst du ja irgendwann mal einen schönen Brief von Warschau.